Life goes flashing by, lifts me off my feet. Broken wings don't fly, I can't breathe. You know that I need you. Wie versprochen, werde ich euch heute eine Story erzählen, die mir letztens erst passiert ist. Genauer gesagt, vor 2 Tagen, denn da bin ich ins Training gefahren und habe etwas festgestellt, als ich am Trainingsort angekommen bin. Ich bin einfach in die Halle gelaufen und dachte mir, es ist alles so wie immer. Und dann mache ich meine Tasche auf und habe gemerkt, irgendetwas fehlt. Und wie konnte es anders sein? Es war mein Tischtennisschläger. Erst gestern habe ich mir neue Beläge auf meinen Tischtennisschläger draufkleben lassen. Am nächsten Tag wollte ich diese natürlich dann ausprobieren und wieder damit trainieren. Dann habe ich aber gemerkt, ich habe diesen Schläger zu Hause liegen lassen. Ich glaube, jedem Tischtennisspieler ist so eine Situation schon mal passiert. Wir gehen in die Halle, haben einen Wettkampf, ein Match oder ein wichtiges Training einfach mit einem guten Spieler. Und dann fällt uns auf, irgendetwas fehlt. Wir haben keine Schuhe dabei, unser Schläger ist nicht der richtige, der Belag klebt nicht richtig drauf, die Gegner spielen mit Plastikball statt mit dem Zelluloidball, der Boden ist rutschig, es ist zu heiß in der Halle, weil es 30 Grad hat außen und keine gute Kühlung in der Halle ist. Es sind immer Faktoren im Tischtennis da, die uns beeinflussen. Wichtig ist es, mit diesen Situationen gut umgehen zu können. Deshalb ist es überhaupt nicht schlimm, wenn wir mal in so einer Situation sind im Training. Denn lieber passiert uns so etwas im Training als im Wettkampf. Denn wenn wir solche Situationen gewohnt sind und oft damit konfrontiert werden, dann kann uns so etwas auch im Wettkampf nicht mehr viel anhaben. Das Wichtigste ist also dabei, dass wenn so eine schwierige Situation auftritt, dich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern positiv damit umzugehen. Das heißt, zum Beispiel im Tischtennistraining in meiner Situation. Ich habe also meinen Tischtennisschläger zu Hause vergessen, aber meine Trainingspartner verlassen sich auf mich. Das heißt, ich muss auf jeden Fall trainieren. Ich habe noch einen Ersatzschläger, da ist sogar mein richtiges Holz drauf. Ich spiele das Viscardia Light, aber die falschen Beläge. Außerdem sind diese Beläge sehr abgespielt. Ich war eh schon demotiviert aufgrund der Tatsache, dass ich meinen Tischtennisschläger zu Hause vergessen habe. Dennoch musste ich das Beste aus dieser Situation machen und habe mir den Schläger genauer angeschaut. Ich habe festgestellt, dass der schwarze Belag nicht so abgespielt ist wie der rote und außerdem ähnlich ist wie mein richtiger Rückhandbelag. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich an diesem Tag eher die Rückhand trainieren werde. Wir können also immer in jeder Situation etwas Gutes draus machen. Vielleicht hätte ich an dem Tag sonst keine Rückhand trainiert oder weniger und so im späteren Verlauf der Saison oder zum Start der Saison Schwächen gezeigt. Da ich aber eine spezielle Übung gemacht habe, aufgrund der Tatsache, dass ich nur mit der Rückhand spielen kann, musste ich eben die Rückhand optimieren. Ich habe da die Übung gespielt, 2 Bälle in die Rückhand und 1 Ball in die Mitte. Ich habe dann immer versucht, Topspin zu ziehen oder aggressiv dagegen zu gehen und dann von der Mitte aus auch mit dem Rückhand-Topspin dagegen zu gehen. Dies ist wichtig, weil wir nicht immer Zeit haben, den Ball zu umlaufen mit der Vorhand. Manchmal müssen wir uns in schwierigen Situationen auch umentscheiden und den Ball von der Mitte oder eher zur Mitte hin mit der Rückhand zu nehmen. Das heißt, ich habe diese schwierige Situation positiv für mich genutzt und am Ende sogar einen Mehrwert rausgeschlagen. Also ganz egal, ob mal kein Trainingspartner in der Halle ist, ob du deine Schuhe vergessen hast oder sonst irgendein Problem auftritt, du kannst immer etwas Positives draus machen. Zum Beispiel, wenn kein Trainingspartner in der Halle auftaucht. Was machst du dann? Die einen würden nach Hause fahren, werden sich an diesem Tag nicht verbessern. Du jedoch kannst dies für dich nutzen und in dem Tag Aufschlagtraining machen. Aufschläge sind eigentlich das Wichtigste im Tischtennis. Du hast also jedes Mal im Tischtennis eigene Aufschläge. Immer 2 Aufschläge hast du und dann 2 der Gegner. Das heißt, 50% der Aufschläge gehören dir. Du kannst diese eben verbessern und dann auch von den Punkten her weiter besser werden. Oder du fährst nach Hause und machst dir einen schönen Abend. Es liegt immer im Auge des Betrachters, wie wir eine Situation ansehen. Das heißt, versuche einfach mit schwierigen Situationen positiv umzugehen und am Ende besser zu werden. Denn das zeichnet einen guten Sportler aus, dass auch in schwierigen Situationen etwas Positives daraus mitgenommen wird und am Ende die Leistung gesteigert wird. Ich hoffe sehr, dass dir diese Story weitergeholfen hat und bin davon überzeugt, dass wenn wir mit schwierigen Situationen besser umgehen, auch ein besserer Tischtennisspieler werden können. Morgen kommt Video Nummer 4 der Tischtennis-Saisonvorbereitung. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ich bin dein Coach, wenn du im Tischtennis besser werden willst. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann.